Das Motto dieses Jahr lautet: Wer offen ist, kann mehr erleben. Rassismus entsteht im Kopf, Offenheit auch. Also das sagt schon alles. Wer offen ist, kann also mehr erleben. Zum Beispiel türkische Klänge, nepalesische Köstlichkeiten oder afrikanische Tanzkultur. In Münster gibt es besonders viel mehr. Insgesamt 55.000 Menschen aus über 140 Ländern. Das ist rund ein Viertel der Münsteraner Bevölkerung. Und beim interkulturellen Fest im Rathaus Innenhof wird dieses Viertel in den Fokus gerückt. Wir wollen uns nicht verstecken. Wir gehören dazu und die Menschen aus Münster, die freuen sich auch. Die Menschen aus Münster, man muss nur das Publikum sehen. Die sind neugierig, die lassen sich begeistern. Deswegen ist es dann wichtig für uns, hier vor dem Stadthaus 1 uns zu präsentieren. Wir wollen uns nicht verstecken und wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Wurzeln. Besonders wichtig ist, und hier geht auch ein Signal heraus, dass wir alle eine gemeinsame Gesellschaft sind. In Münster ist so vielfältig, das wissen die meisten nicht. Ich sage immer, das ist wie eine kleine UNO. Aber wirklich, das Allerwichtigste ist, dass wir als Integrationsrat, früher als Ausländerbeirat, diesen kleinen Vereinen, die 365 Tage pro Jahr arbeiten, ein Forum bieten, wo sie zumindest einmal im Jahr die Hauptrolle spielen. Und das ist hier mit diesem Fest getan. Der Integrationsrat der Stadt Münster organisiert das Fest seit Jahren in Eigenregie. Während das Motto die Offenheit betont, versteht es sich gleichzeitig als Kampfansage an Rassismus und Diskriminierung. Weil leider zunehmend und trotz aller Veranstaltungen und Bemühungen die Diskriminierung und der Rassismus zunehmen. Deswegen durch dieses Motto sollte gezeigt werden, dass das alles eine Sache des Herzens und des Gehirns ist. Dass wenn wir falsch denken, wenn wir Propaganden zu Opfer fallen, wenn wir selbst nicht suchen, wenn wir selbst nicht untersuchen, wenn wir selbst nicht vergleichen, uns nicht selbst überzeugen, dann werden wir immer die Opfer von Werbung jeder Art werden. Vielfalt spielt beim interkulturellen Fest ganz unverblümt die Hauptrolle. Im Sinne des Integrationsrats soll es aber auch politische Relevanz entwickeln. Minderheiten werden in den Vordergrund gerückt. Dieses Jahr im Speziellen die Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Ich vertrete die Rechte der Syrer generell. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass gerade im syrischen Krieg die Minderheiten betroffen sind, Frauen und Kinder. Ich bitte allen ehrenamtlichen Mitarbeitern hier in Münster, auch die Stadt, soll was für die Flüchtlinge tun. Dann dieser Dialog, der ja auch schön mit diesem Fest gezeigt wird, dass der auch wirklich mal an Rundentischen behandelt wird, wo die Vertreter auch reden und nicht nur ihre Kultur und ihr Essen präsentieren. Wir wollen auch unsere Weltanschauung präsentieren und auch Verständnis bringen, weil vieles ja in den Medien über uns gesprochen wird und die Leute kriegen natürlich Angst durch die Sachen, die in den Medien passieren. Und wir sagen, lassen Sie uns hier in Münster über unseren Glauben reden und so wie wir das hier praktizieren, wollen wir Ihnen das auch sagen. Daher mehr konkrete Veranstaltungen mit Änderungen auch. So wie DITIB wünschen sich viele Vereine auf dem interkulturellen Fest mehr Engagement. Das beginnt bekanntermaßen ja zunächst einmal im Kopf. Und den zu öffnen, wie sich das Fest zum Ziel gesetzt hat, ist eine gute Idee. Denn wer offen ist, kann mehr erleben und vielleicht auch irgendwann mehr tun.